Knarzender Parzen, jawohl, Skipopalskin. Da sind wir mal wieder bei der weiteren illustren Runde und der letzten Uhrzeit bei Ermely Wants to Plur. Haha, mit mehr Langelschkern. Jawohl, diese Nacht wird alles andere als spaßig, denn das liebe Emily-Kind sucht jetzt alles. Wie mache ich die Tür auf? Rechtsklick, genau so war das. Ich muss sie erstmal finden, das ist das Wichtigste. Und dann vor allem. Es gibt nämlich den Trick, einfach immer sie zu suchen, in der Ecke zu warten und zu schauen, was passiert. Da ist sie. Muss ich nur noch gucken. Boah! Genau. Der kriegt mich nicht. Oder doch? Ist ja witzig. Das steht da rum und hat keine Ahnung. Die Alte gucke ich jetzt einfach an und warte jetzt hier die ganze Zeit in der Ecke. Ist das Chilligste, was man machen kann. Denn so kann dann im Prinzip nichts passieren. Wir sollen nur noch wieder zurück zu Emily und einfach abwarten. Ganz chillig das Ganze eigentlich. Und so machen wir jetzt die letzten 6 Minuten in der Hoffnung, dass wir hier auch, ja, das Ganze bestehen. Dann haben wir das Spiel auch durch. Im Prinzip, geiles Spiel, definitiv, geile Idee. Hat ein bisschen was von Five Nights at Freddy's so, mit den immer auftauchenden Figuren und Puppen. Aber an und für sich doch aus meiner Sicht etwas spannender, bis auf jetzt die letzte Nacht, wo Emily alleine war. Die war jetzt nicht so der Renner. Aber an und für sich, muss ich sagen, hat es mir doch eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass wir die Nacht jetzt so am Stück kriegen. Einfach abwarten. Und gucken, was passiert. Okay, so, der ist weg. Da geht's lang, schön für dich. Wir gucken jetzt nach Emily, so. Durch die Tür, weg ist er, der kleine Fratz. Der macht uns im Prinzip auch eigentlich keine Gefahr. Das Gefährlichste ist immer er hier. Man muss eigentlich auch gar nicht sofort stehen bleiben. Es gibt sehr viele andere aber ich bleibe immer lieber sofort stehen, weil es gibt Leute, die hatten diverse Bugs, obwohl sie sich nicht bewegt hatten. Habt ihr bei mir auch gesehen? Kurz einen Millimeter auf den falschen Knopf gekommen und schon springt dahin an. Die Sau. So, wir müssen nur rausfinden, wo Emily ist. Mädel. Ja, wie ist die nirgendwo? Kann das sein? Ihr habt mir auch den Tipp gegeben, mal im Keller zu gucken. Problem ist bloß... Ach, da ist er ja schon. Gut, dann warte ich jetzt einfach hier an der Tür. Gut, viele Sekunden haben wir auch nicht mehr. Und hoffen, dass jetzt klein Ehrenfried nicht mehr kommt und uns an... Wait. Komm. Machen wir einfach. Klein Ehrenfried ist nämlich der Schlimmste hier. Oh, und vor allem er, ey. Mann. Das Mini-Püppchen ist gar nicht mal so das Hauptproblem, wo ich anfangs dachte, sie heißt Emily. Aber es gibt genug Guides und Tipps im Internet, um die ich mich mittlerweile auch mal bemüht habe. Bleiben wir wieder in der Ecke. Hier kann uns nichts passieren. So zumindest die Annahme. Und dann, ja, hoffen wir mal, dass wir es nicht kriegen. Im Keller war ich noch nicht, im Keller will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie scheint der Keller nicht mehr notwendig zu sein. Wo bist du denn, Kleine? Ah! Hä? WTF? Das ergibt keinen Sinn. Das ist fies. Und gemein. Und Kackerwurst-Pullermatz. Da habe ich ja so eine gute Taktik, weißt du, und dann kommt die Alte trotzdem einfach so instant. Ich wollte mich ja gerade umdrehen. Sie lässt mir keine Zeit, die olle Zippe. Eine Fiesheit ist das. Eine ausgesprochene Fiesheit. Okay, versuchen wir es nochmal. Emily. So. Mach das Licht ab. Du Fisch. Genau, instant kommt der fette Clown. Du bist mehr einer. So. Dann schauen wir uns einfach mal in Ruhe um. In Hoffnung, wir finden das kleine, garstige Mistviech. Oh, jetzt kommt bestimmt wieder MC Erna und puppt uns tot. Ah, das war so klar. Das ist fies. Genau an solchen Stellen ist es wirklich fies. Da finde ich es dann doch ein bisschen kacke.
Mann, ey. Leute, so macht mir das Spiel dann doch keinen Spaß. Vor allem, wenn man es dann immer wieder probieren muss und Trial and Error und ihr wisst ja, wie es läuft und wahrscheinlich cutte ich die halbe Nacht dann zusammen, weil ich jetzt hier 5 Stunden dran sitze an der Scheiße. Ach, wir werden sehen. Die Puppe da vorne, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja, du lachst. Da ist es schon. So, wo ist jetzt aber die andere Puppe? Ach, wisst ihr was? Ist eigentlich egal. Die kann mir hier ja so gesehen gar nicht gefährlich werden. Weil ich ja sowieso rausgucke. Im Endeffekt muss ich hier einfach nur chillen. Chillen und warten. Schön. Das macht Spaß, Leute. So gehen 6 Minuten auch vorbei. Mehr oder weniger. Wenn wir es wenigstens hinkriegen würden. Aber ich kenne mein Glück. Kurz vor knapp verändert der Ablauf der Zeit. Nein! Nein, 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 nein! Ich war doch genau in dem Augenblick, dass ich auf die Tür zu. Dreckspiel. Manno. Das ist fies. Ich will noch nie mehr spielen. Wisst ihr, solche Spiele mag ich auch nicht. Aus dem einfachen Grund, weil man immer wieder probieren muss. Da geht's nicht um Skill oder sowas, sondern einfach nur um den richtigen Glück zur richtigen Zeit. Es gab natürlich auch andere Tricks, die andere Leute verwendet haben. Ich kann mich auch mal an einem anderen Trick versuchen. Und zwar, erstmal natürlich aufs Licht warten. Gibt's auch den Wohnzimmertrick, den hat auch einer angewandt. Ob der effektiv ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Erstmal rausfinden, wo Emily chillt. Ja, komm schon. Lalalala. So. Schauen wir mal, ist die hier? Ist die vielleicht hier? Oh, diese blöde lachende Puppe, Alter. Ah, schnell weg hier! Nein, da ist er! Ich krieg's einfach nicht hin, Leute. Ich verkack's einfach. Es ist unglaublich. Oh, fickender Arsch, ey. Ich glaube, ich schneide das echt zusammen. Bis zur letzten Nacht. Weil im Prinzip passiert ja nicht mehr viel. Außer abwarten. Oh, scheiße, ey. Aber mal schauen. Ich probiere noch ein bisschen. Und hoffe dann, dass wir es hinkriegen. Mal gucken, wo Emily chillt. Emily. Oh, fickender Arsch. Ja, ich weiß, du magst mich. Da ist er. Scheiße! Das wollte ich jetzt aber auch nicht! Kacke! Halt's Maul! Blöde Mist, Alte. Oh, ich mag die Puppe nicht. Die riecht nach Eierpup. Ja, genau. Hallo, ich bin doch... WTF, hä? Warum? Ich hab doch kein... Ach so, ich bin gegen den Lichtschalter gekommen. Oh, nee. Leute. Ganz ehrlich. Das will doch keiner sehen. Wir sehen uns jetzt kurz vor Ende der bestehenden Nacht. Ich will das jetzt nicht alles aufnehmen, weil das frisst mir auch nur die Festplatte kaputt. Ihr wisst, wie kaputt meine Festplatte war. Ihr habt es live mitbekommen in Facebook, Twitter, sonst wo. Und ich habe keinen Bock, dass ich jetzt wieder alles so viel aufnehme. Und nee, Leute, wir sehen uns dann gleich vor Ablauf. Nein, das ist nicht die richtige Uhrzeit. Ich weiß. Leute, ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist der Trigger-Gott nicht mit mir. Das Spiel möchte nicht so, wie es soll. Und im Endeffekt... spawnt entweder der Clown immer gleichzeitig mit Chester auf einmal, so kurz vor knapp, oder Emily ist einfach nicht auffindbar. Ich versuche jetzt einfach nochmal, diesen Keller ausfindig zu machen. Hier irgendwie kann man ja so rumwurschteln, genau. Da kann man ja in den Keller, was ja ganz toll sein soll. Und, alle freuen sich dann des Lebens, weil hier unten haufenweise Sachen rumliegen, die ganz schön sind. Ja, tolle Karte, aber Leute, ich krieg's einfach... Ah! Ich hab mich nicht bewegt! Seht ihr? Ich habe mich nicht bewegt. Und sowas passiert dann andauernd auf einmal. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel mich nicht mag, aber ganz ehrlich, Leute,
Ich sitze jetzt hier schon bestimmt eine Stunde an der Kacke und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, meine Zeit damit zu verplempern. Das Spiel ist super, keine Frage. Aber das Ending zu erreichen ist für mich einfach ein Ding der Unmöglichkeit irgendwie, weil das Spiel einfach nicht machen möchte, wie ich will. Weil dann, ich bewege mich nicht, auf einmal greift er mich an oder genau vor meiner Nase geht dann die Tür zu, wenn ich durchrennen will und dann greift mich Chester an. Ist ein bisschen Unvermögen von mir auch, aber nee, ich habe da keine Lust mehr drauf. Tut mir echt leid, schade drum, dass das Ende euch jetzt leider vorenthalten sein muss, aber es gibt genug andere Let's Player, die es durchgespielt haben. Googelt dann einfach nach Emily Wants to Play Ending und ihr findet da haufenweise andere schöne Walkthroughs und Let's Plays von mit genauso viel lustigen Reaktionen, wie ich sie wahrscheinlich habe. Nichtsdestotrotz werde ich das Let's Play hier leider beenden müssen. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich krieg es nicht geschissen. Ohne Witz. Tut mir wirklich leid. Schade. Schade, schade, schade. Aber naja, wir freuen uns auf jeden Fall auf noch weiterkommende Horror-Let's Plays. Ich habe noch ganz viele andere Spiele offen. Und das wird ja nicht das letzte Mal sein. Emily Wants to Play 2 ist ja schon angekündigt. Und da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. In der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser vom Trigger her ist. Weil ich es einfach ungerecht finde, einfach mit den ganzen Puppen, die dann gleichzeitig spawnen. Und naja, bei einem darf man sich nicht bewegen. Auf einmal ist die einen hinter einem, wie gesagt. Schade. Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem anderen lustigen Horrorspiel. Und mir Lunetschki. Es tut mir leid. Tschüss, Nikowski. Blablabla.